Hallo und herzlich willkommen zurück zu Carbon Iron Europe. Ich habe in letzter Zeit Videos für andere Leute gemacht, wie ihr gesehen habt, beziehungsweise für eine Person. Und heute möchte ich euch, da ja inzwischen das das Valentinstag-Event vorbei ist, kann ich euch endlich mal zeigen, welche Routen ich genommen habe, um zu farmen für die Schweinchen. Da ja inzwischen auch das Osterevent laufen könnte. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber in dem Moment, wo ich es aufnehme hier, daher zeige ich euch nur die Routen, die ich gefahren bin. Los geht's. Es gab ja drei Maps. Hier überall waren Schweinchen in den Ecken. Am besten ist natürlich Bike, weil mit Blink Dash übersieht man alles. Oder mit Dash Fat Step. Daher nehmt euch ein Bike, ein Board. Dann könnt ihr hier bis hochfahren. Könnt ihr hier reingucken, hier wieder rausfahren. Dann seht ihr hier den Winkel. Immer schön die Kamera drehen, falls mal wieder so ein Farm-Event kommt, wo man Mobs in den ersten drei Maps farmt. Dann wären hier welche gewesen. Wenn man hier lang fährt, dann sieht man natürlich auch hier welche. Ups, da bleib ich kurz hängen. Dann natürlich auch hier breit rüber fahren. Alles mitnehmen. Einen kurzen Blick zum Eingang von UG. Kurz hier reingucken, kurz da hingucken. Dann manchmal auch hier lang gucken. Oder hier rein. Jeden Winkel. Gut, das wäre dann schon die erste Route. Wir sehen uns gleich in Desert Scream oder in Green Despair. Ich würde sagen Green Despair. Bis gleich. Und hier vom HV-Eingang wären die ersten Schweinchen. Ich fange nicht beim Mutant Forest an, weil die Route ist sonst zu lang. Haltet ihr mal schön kurz. Fahrt hier durchs Wasser. Und könnt ihr hier gucken. Könnt da ein bisschen überblicken. Dann seht ihr ja hier, ob da ein Schweinchen ist. Könnt hier dann nochmal gucken, ob ihr sicher seid. Guckt dann kurz hier. Da ist nichts. Ist ja auch nicht gerade kein Event. Das heißt, ihr könnt dann hier so lang fahren. Bei den Spinnen lang. Nehmt hier die Kurve. Hier ist der Eingang. Hier ist nichts. Hier ist die Plattform, auf dem was sein könnte. Dann seht ihr ja hier quasi das Wasser, was ihr umfahren habt, als ihr am Anfang wart. Dann natürlich auch hier. Hier oben waren welche. Da ist ein Botter. Und dann ging es bis zu dem Hügel hier. Und dann hätte man sich wieder hochwarten können. Zack. Und wir sehen uns gleich im Desert. Ja, im Desert ist die längste Route, wie ich finde. Ihr startet bei der Dummies. Seht denn hier die ersten 1, 2, was auch immer ihr fahren müsst. Könnt dann hier schon was erblicken. Könnt hier kurz reingucken. Hauptsache, ihr erspäht euch eine Route, die man schnell abfahren kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Für Desert habe ich jetzt nichts Besonderes entdeckt. Man könnte jetzt hier lang fahren. Zum Beispiel. Die habe ich mir gerade ausgedacht während der Pause. Ob bei den Luck Queens so hilfreich ist, da lang zu fahren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann hier lang gefahren durch die Explorer Journal Route, dann hier oben lang natürlich, da man ja dann auch wieder hier an einen bestimmten Punkt lang kommt. Kann natürlich auch so fahren, dass man hinten hier übers Feld kommt, aber man möchte es ja kurz halten. Dann wäre man wieder in der Stadt und alles geht von vorne los. Also viel Spaß beim nächsten Event, wo man Mobs handeln muss. Und viel Spaß.
und guckt auf die Zocker auf Alchemist Seite vorbei. Der Link ist in der Beschreibung, wo ich die Musik habe. Ja.